Ja, wir haben heute wieder Gäste, aber bevor wir zu den Gästen kommen, erstmal wieder unser übliches Prozedere. Also fragen wir erstmal wieder nach denjenigen, die heute das erste Mal bei uns sind. Die heben am besten mal irgendwie eine von zwei Händen. Ja, sehr gut. Herzlich willkommen, alle, die das erste Mal bei uns sind. Ja, dann haben wir natürlich auch wieder die Damen und Herren in Uniform. Also herzlich willkommen auch an die Polizisten und Polizistinnen, die uns heute auch hier die Veranstaltung wieder absichern werden. Und herzlich willkommen natürlich auch an die Vertreter der Presse, vor allen Dingen natürlich an die Frau Sudan. Na, aber was war denn jetzt los? Das hat mich aber jetzt überrascht. Habt ihr etwa schlechte Erfahrungen mit der Frau Sudan gemacht? Ah. Ja. Also, ich hätte ja gar nicht gewusst, was ich hätte heute erzählen sollen vor dem eigentlichen Hauptteil heute. Aber Frau Sudan hat mir natürlich wieder eine Steilvorlage gegeben. Ist sie denn heute hier, Frau Sudan? Sind Sie heute anwesend? Haben Sie den Mut zu sagen, ja, ich bin heute hier? Outen Sie sich bitte, jetzt oder nie, haben Sie Mut? Naja, entweder ist er nicht da oder hat keinen Mut. Beides ist möglich. Ja, also ich weiß nicht, wer von euch kennt denn den Artikel im Set, der gestern, glaube ich, erschienen ist? Gebt mir einfach mal ein Zeichen, Hände hoch oder so. Oh, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also, stellt euch mal vor, die Frau Sudan hat gestern einen Artikel in der Sächsischen Zeitung geschrieben. Wieder mal. Ja, es ging eigentlich darum, wir wollten Flyer verteilen oder haben das ja auch gemacht über den Wochenkurier. Von der Aktion habt ihr aber mitbekommen, oder? Hebt mal die Hand. Ja, siehst du. Also, ihr seid nie ganz hier weg von der aktuellen Lage, sondern ihr seid eben bloß nicht über gestern und die SZ informiert. Ich meine, man kann damit auch leben, wenn man die SZ nicht hat. Ja. Aber, naja, was hat die Frau Sudan gemacht? Die hat so im Rundumschlag ausgeholt und mehr oder weniger, wie kann es anders sein, so wie ich es verstanden habe zumindest, die Anzeigeblätter pauschal als von Rechten unterlaufen oder so ähnlich kritisiert. Ja? Damit meint sie natürlich auch den Wochenkurier und auch den Niederschlesischen Kurier. Und das deshalb, da wir ja ein demokratiegefährdendes Faltblatt da in den Wochenkurier reingesteckt haben, verteilen lassen. Ja? Man hat da auch wirklich richtig Ballett gemacht beim Wochenkurier. Ich habe heute mit dem Geschäftsführer des Wochenkuriers in Hoyerswerda oder irgendwo da, wo der da sitzt, gesprochen und meinte, ich soll mich mal keine Gedanken machen. Er findet es nett, dass ich angerufen habe, aber er hat da auch ein dickes Fell und er ist dafür, dass auch Andersdenkende in seinem Wochenkurier mal zu Wort kommen. Und ich glaube, das ist ein Applaus wert. Genauso möchte ich aber an der Stelle auch nochmal den Till erwähnen. Ich hoffe, ich mache da jetzt keinen Fehler, wenn ich das sage, aber ein Redakteur, der so offen und so, so den Finger in die Wunde legend schreibt, der hat sich auch noch mal einen Applaus verdient. Also beide, Wochenkurier wie auch Niederschlesischer Kurier. Warum dann eine Frau Sudan so einen Unsinn schreibt, ich weiß es nicht. Aber wir kennen ja Frau Sudan aus ihren bisherigen Veröffentlichungen. Sie hat bisher wahrscheinlich noch nie was dazugelernt. Ich hoffe nicht, dass es Frau Sudan so schlecht geht, dass sie mit Depressionen zu tun hat, dass sie von Depressionen geplagt ist, dass sie da an der Stelle eben sich in solche Denkmodule verliert. Jetzt gerade um die Weihnachtszeit ist es natürlich traurig, wenn man Depressionen hat und dann vielleicht mit solchen Artikeln auffallen muss oder so. Also ich hätte jetzt ganz gerne an der Stelle mal so ein kleines Oh für die Frau Sudan. Oh. Ja, das tat richtig gut. Ja. Aber vielleicht ist der Frau Sudan auch zu helfen. Wir müssten sie einfach bloß mal hier auf die Montagsdemo mitkriegen. Vielleicht kann sie sich auch mal ein Herz fassen und hier auch was mit erzählen. Hier vorne da, wo ich jetzt stehe, kann sie sich mal ausreden, kann sie sich mal ihr Herz ausschütten.
vielleicht geht es dann wieder besser. Ich habe heute mal überlegt, mit was kann man die denn vergleichen? Ich weiß nicht, kennt ihr das tschechische Märchen? Das ist ein absoluter Weihnachtsschlager, auch eigentlich immer auch ins Deutsche mit übersetzt. Heißt tschechisch im Original Schilinge Smutna Prinzessina. Das ist die furchtbar traurige Prinzessin. Kennt das jemand? Helena Vondratschkova und Václav Nitzgasch. Vielleicht ist unsere Frau so dann so eine Schilinge Smutna Prinzessina. Kann ja sein. Ja, so eine ganz traurige. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, wie es da im Märchen passiert, was da der Kasper da macht. Er versucht dann künstlich zu lachen und vielleicht kriegen wir das heute auch hin. Ich mache es euch mal vor, wie das geht. Hihi, haha, hoho. So, dann müssten dann eigentlich alle lachen, weil sie alle wieder glücklich sind. Probieren wir mal so ein Lächeln für die Frau so dann. Hihi, haha, hoho. Ah, sehr gut. Ja, also das war jetzt echt mal ein ganz herzliches Lächeln für die Frau Solan, für den wirklich herzergreifenden Artikel, den sie uns wieder gewidmet hat. Sie tut uns natürlich auch einen unheimlichen Gefallen damit. Nicht nur, dass sie noch Leute hierher schickt, sie klärt eigentlich auch ein bisschen die Leute auf, die vielleicht nur SZ gelesen haben und sagen, wenn sie sowas lesen, also da stimmt was vielleicht bei der Zeitung nicht. Ja, also eigentlich macht sie alles richtig und da müssten wir jetzt eigentlich nochmal einen richtigen Applaus an die Frau Sodan spendieren, weil sie alles richtig macht. Machen Sie es weiter so, Frau Sodan. Sie helfen sich da am meisten selber damit. Dankeschön. Ja, das soll schon gewesen sein. Ich kriege auch schon hier einen ersten Anschuss. Vielleicht nochmal ganz kurz Rückkopplung an letzte Woche. Da habe ich natürlich auch wieder Dresche einstecken müssen dafür, dass wir bei der Kälte zu lange geredet haben. Ja, mein Gott, tut mir leid, aber ist manchmal einfach so. Da kam noch der ein oder andere, der auch noch was sagen wollte. Wenn man hier oben steht, ihr könnt euch das kaum vorstellen, die Zeit vergeht ganz langsam hier oben. Man denkt, man redet 5 Minuten, für euch ist das schon wieder fast eine halbe Stunde wahrscheinlich. Deswegen, immer wie ich sage, einfach mal ein bisschen Toleranz üben. Wir wollen es nicht übertreiben mit dem Reden und dass es kalt ist, gehört zum Winter mit dazu. Also alles ist gut. Ja, und ich sollte natürlich, das muss ich auch noch sagen, die Leute mehr aufpushen, so animieren. Da habe ich gesagt, das werde ich heute schaffen, indem wir sagen, oh, hihi, haha, hoho und einen Applaus spenden. Also auch das scheint mir heute wieder gelungen zu sein. Und deshalb bedanke ich mich bei euch, dass ihr heute wieder gekommen seid und übergebe jetzt an den Eugen. Wo ist der Eugen? Oh, stopp, Eugen. Ganz kurze Zwischeninfo noch von Jochen. Wollte ich sagen, ich habe das neue Heft dabei mit einem Kreuzworträtsel. Der Gewinner erhält von mir handsignierte Wärmesohlen. Die damals vor 2 Jahren. Viel Spaß. Ja, mein Name ist Eugen Böhler, ich bin Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde und wie sich ein Pastor gehört, habe ich mir eine Kanzel mitgebracht. Und ich komme euch etwas näher. Ja. Und wir waren schon beim Applaus und ich brauche heute eure Unterstützung, weil der Punkt ist, das letzte Mal, als ich eingeladen wurde, also ich habe mich selbst nicht eingeladen, ich wurde eingeladen, das war vor ungefähr 1,5 Jahren. Das war Pfingsten, glaube ich. Es war ganz nett, war nichts Besonderes, aber dann bekam ich eine komplette Titelseite gesponsert von der SZ mit der grundlegenden Frage, wer ist der wahre Eugen Böhler? Und da hat man ganz interessante Dinge über mich geschrieben. Das führte eben dazu, dass das bundesweit ging und riesen Ärger gab. Ich habe mich ein bisschen darüber gefreut, weil das war gar nicht die Absicht, aber die Wellen schlugen bundesweit und man hat dann geforscht gegen mich und hat versucht, Hintergrundinformationen zu holen, was ich denn für ein Typ wäre und wieso ich bei diesen Rechten auftrete. Das ging wirklich bundesweit mit der Folge, dass ein Teil meines Freundeskreises sich aufgelöst hat. Die haben gesagt, das ist uns zu gefährlich, wir wollen mit solchen Leuten auch nichts zu tun haben. Und jetzt nach 1,5 Jahren wurde ich wieder eingeladen und ich habe gesagt, naja, das mache ich gerne. Und mal gucken, was diesmal passiert. Aber wir haben ja gehört,
der SZ-Beitrag war schon heute, deswegen bin ich ein bisschen traurig. Das hätte auch besser sein können. Ich finde aber trotzdem, dass man auch kritisch gegen mich sein kann und auch gegen mich auch kritisch schreiben kann. Das ist, finde ich, nicht das Problem. Das gehört dazu, eine Demokratie dazu. Aber der eigentliche Ärger, den ich an mir angefangen habe, der war dann unter Pastoren. Also da ging ein Raunen durch die Reihe nach dem Motto, wie konntest du sowas tun? Und der Hauptvorwurf, und deswegen müsst ihr mir jetzt bitte helfen, der Hauptvorwurf war unter anderem, ich habe es nicht geschafft, bei der letzten Rede Buß anzuholen, sondern ich habe nur Applaus bekommen. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Und ich habe das versprochen, das ist jetzt kein Witz, dass ich beim nächsten Mal Buß einhole. Jetzt würden wir üben. Ich möchte nur ein bisschen Stimmung machen. Zwei Sachen. Ich bitte, wenn ich jetzt die linke Hand öffne, dann hochhebe, dann buhen wir alle zusammen. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Ja, das war ein bisschen wenig. Nochmal. Eins, zwei, drei. Das war besser. Aber ich ganz ohne Applaus traue ich mich auch nicht. Und wenn ich jetzt so mache, dann macht ihr bitte Applaus. Okay, eins, zwei, drei. Das ist gut und ich finde, das ist auch eine richtige Stimmung für eine Predigt. Ja, ich bin interaktiv eher. Also, ich wollte mich erstmal als erstes bedanken. Warum bedanke ich mich? 1,5 Jahre war ich nicht hier. Ich habe das selbstverständlich beobachtet und mitbekommen. Und ich glaube, wenn jemand 1,5 Jahre, und mindestens ist ja schon länger eigentlich, Woche für Woche bei Sturm und Wetter sich für seine Rechte und seine Meinung einsetzt, der ist ein wahrer Demokrat, so verstehe ich das eigentlich. Ja. Und deswegen wollte ich mich bedanken bei allen. Ich bin mir sicher, wir sind uns alle nicht einer Meinung in vielen anderen Fragen, aber darum geht es mir gar nicht, sondern unser Bundespräsident hat ja gesagt, dass Demokratie ja kein Supermarkt ist, wo man sich bedienen kann, sondern was total ernsthaft ist. Und ich finde, wenn jemand Woche für Woche sich einsetzt für seine Meinungsfreiheit und für seine Rechte, dann hat er Demokratie auch verstanden. Und wie gesagt, ich denke, dass Impfpflicht gescheitert ist, genau an diesen Protesten. Und falls jemand meint, naja, bringt das was oder bringt das nichts, ich glaube schon, dass es was bringt. Und ich habe übrigens nirgendwo gelesen, dass mindestens in Görlitz irgendwelche Gewalttaten oder irgendwelche böse Dinge geschehen sind. Ob die Wortwahl immer genau dosiert ist, das überlassen wir den Experten. Aber ich wollte mich dafür bedanken und ich kenne ganz viele Menschen, ich persönlich kenne ganz viele Menschen, die davon auch profitiert haben und auch dankbar sind, dass bestimmte Prozesse nicht funktioniert haben, die jetzt rückblickend betrachtet auch komplett falsch gewesen wären. Und ich glaube, das erkennen viel mehr Menschen, als hier vor Ort versammelt sind. Und ich glaube, dass die Wahrheit am Ende doch gewinnt. Insofern nochmal vielen Dank und ich weiß, dass es jetzt geschrieben wird, ja, deswegen. Das ist nochmal. Das ist richtig so. Ich möchte den zweiten Teil nach dem Dank selber Buß aussprechen und zwar denjenigen, die bis jetzt wenig Buß bekommen haben, aber ich finde zu Recht Buß bekommen sollten. Denn es gibt ja drei Gruppen, die sich in den letzten 1,5 Jahren und gegenwärtig auch wieder nicht mit Ruhm bekleckert haben. Das ist einmal natürlich die Politik. Da werde ich nicht viel dazu sagen. Ich glaube, das ist alles gesagt. Und das, was wir erlebt haben, politischer Druck auf Minderheiten, politischer Druck auf persönliche Meinung, das war beschämend, das war schlimm und das ist auch schlimm. Und wenn unser ehemaliger Gesundheitsminister jetzt verlangt, dass man das sozusagen Nachsicht üben sollte und sich nicht verhärten sollte, dann muss ich sagen, das ist eine große Sauerei, dass jemand einfach die Dreistigkeit besitzt, sich ohne zu entschuldigen, einfach Vergebung oder wie soll ich sagen, Verzeihen, sagt er ja, eine Verzeihung einzuholen. Und wisst ihr, das gehört sich nicht, auch in die Theologie gehört sich das nicht. Die Theologie kennt keine Vergebung ohne Buße. Die Theologie kennt keine drüber wegschauen, sondern man muss schon die Größe besitzen und sagen, es tut mir leid, Entschuldigung, das war falsch und dann kann man um Entschuldigung bitten, sie kann man sich ja gar nicht einfordern. Und ich glaube, dass es eine große Sauerei ist, dass jetzt so getan wird, als wäre das nichts.
Und ich kenne Menschen, ich kann genau berichten, in der Seelsorge, die komplett verzweifelt waren die letzten 1,5 Jahre. Es waren junge Menschen, die waren isoliert, die waren benachteiligt in den Schulen. Es waren Familien, die waren isoliert. Niemand hatte für sie mehr Raum und Zeit gehabt. Sie waren plötzlich Aussätzige und niemand möchte sich bei ihnen entschuldigen. Und das kann ich als Pastor sagen, das gehört sich nicht. Und wisst ihr, ein bisschen radikales Beispiel, aber das wäre ungefähr so, wenn ein Triebtäter jetzt sagen würde, verhärtet euch mal nicht, es war nicht so schlimm, ihr kommt damit klar. Und ich erwarte schon, dass die Politik sich entschuldigt. Einfach so. Die muss sich entschuldigen. Gut, das war wieder zu viel Applaus. So ist richtig. So. Die zweite Truppe, die sich entschuldigen muss, ist selbstverständlich die Presse. Also unglaublich. Unglaublich, welcher Fanatismus da einem entgegenkam. Ich habe ja viel Humor, ich kann darüber hinweggehen. Ich hege auch keinen Groll, auch den Leuten, die gegen mich geschrieben haben, überhaupt nicht. Also ich denke, das gehört schon zu der Demokratie dazu, dass man auch kritisiert werden soll und muss und darf. Alles in Ordnung. Aber die Verleumdungskampagnen, die wir gegen einzelne Personen in der SZ erlebt haben, nur allein in der SZ gegen Personen, also ich nehme mich komplett daraus, die in der Stadt was bewegt haben, die jahrzehntelang in der Stadt was bewegt haben, die auch keine Idioten waren, die einfach nur eine andere Meinung hatten. Und wie die zwei bekannten Personen bei der SZ über sie geschrieben haben, das war beschämend. Und ich kann gleich sagen, Frau Sodan, bei mir muss sich überhaupt niemand entschuldigen. Aber wenn Sie Größe besitzen, dann werden Sie sich entschuldigen bei den Namen, die Sie namentlich durch die Presse gezogen haben. Und das ist falsch und das ist eine Schande. Und das gehört sich nicht. So. Und, aber die, fast die schlimmste Gruppe, die Kaste, die sich zu entschuldigen hat, das ist die Kaste, zu der ich gehöre. Ja, das sind die Pastoren und die Pastoren und die Pfaffen. Ich bin ein Pfaffe. Man kann jetzt kurz sprechen. Genau. So, ich habe selten so etwas erlebt, dass eine Institution, die im Kern die Aufgabe hat, den Einzelnen zu schützen, dass eine Institution, und zwar konfessionsübergreifend, ich mache jetzt kein Bashing von Landeskirche oder bestimmter Konfession, ich bin Freikirchler, ich weiß, dass Freikirchen genauso gehandelt haben, dass diese Institution komplett, meiner Meinung nach, komplett versagt hat. In dieser Frage, komplett. Da war kaum ein Bischof da, der sich der Politik in den Weg gestellt hat. Da war kaum jemand da, der gesagt hat, wisst ihr was, das geht so nicht. Lass uns irgendwie verhandeln, lass uns irgendwie aufeinander zugehen, lass uns irgendwie auch die Minderheiten, und wenn es Einzelne sind, lass uns sie nicht verlieren. Was geschah in dieser Zeit? Man hat Menschen ausgeschlossen, wirklich ausgesperrt aus den Kirchen, die bestimmte Regeln nicht befolgen konnten oder wollten, wie auch immer. Und anstatt, dass man einen Kompromiss oder irgendetwas gesucht hat, aufeinander zugehen, hat man einfach blind gefolgt. Und ich halte das, das ist für mich auch sehr beschämend, ja, ich halte das für einen unmöglichen Zustand. Deswegen dürfen die Kirchen, auch die Freikirchen, sich nicht wundern. Sie dürfen sich einfach nicht wundern, wenn die Kirchen komplett leer sind. Denn wer sich wirklich so massiv entfernt von den Menschen, die anbefohlen sind, die sind anbefohlen, den Pastoren, die Seelsorge war nicht möglich. Zu uns kamen in die Gemeinde Menschen, die verzweifelt waren. Die fuhren über 150 Kilometer. Um Gottesdienst mitzubekommen oder Abendmahl zu feiern, weil man das nicht mehr gemacht hat. Aber das ist ein ganz großes Vergehen, und wer sich ein bisschen mit der Bibel beschäftigt, ich kann Ihnen auch einen Bibeltext dazu geben. Ihr könnt heute online, falls du keine Bibel oder Sie keine Bibel zu Hause haben, das kriegen Sie alles online. Sie schlagen bitte den Propheten Hesekiel auf im Alten Testament. Und lest nur die ersten 20 Verse aus dem Kapitel 34. Und dort ist eine ganz scharfe Gerichtsrede gegen die Hirten,
die ihre Herde verlassen haben, die sie ausgestoßen haben und sich den Wölfen und allen möglichen sich überlassen haben, die sich zwar von dieser Herde genährt haben, aber als die Herde sie brauchten, nicht mehr da waren. Und das ist in der Bibel eine ganz große Gefahr, dass die Kirche einfach opportun wird. Ich nehme mich mit auf, weil ich weiß schon, was kommen wird, weil man hat mir damals unterstellt, ich hätte nach Applaus gehascht, um Mitglieder zu bekommen. Nichts davon war wahr und ist nichts davon auch eingetreten. Aber wenn die Kirche nicht in die Selbstkritik reingeht jetzt, wenn die Gemeinde nicht in die Selbstkritik reingeht, sie verliert komplett das Vertrauen und ich finde das ganz dramatisch. Und in der Bergpredigt gibt es eine Aussage Jesu. Und Jesus sagt, in der Bergpredigt sind die bekannten Seligpreisungen. Selig sind Menschen, die geistig arm sind und so weiter. Aber es gibt eine Seligpreisung, dort steht, selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Es gibt Menschen, die dürsten und hungern nach Gerechtigkeit. Und anstatt, dass man sie speist mit Wahrheit und Gerechtigkeit, entwürdigt man sie und macht sie nochmal zum Opfer. Und ich weiß, weil ich gläubiger Mensch bin, ist, dass eines Tages die Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und damit meine ich nicht, und möchte ich abgrenzen, dass man zu Missgabeln greift, niederbrennt, beleidigt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist nicht, was ich meine. Es gibt eine Gerechtigkeit, die ist nicht von dieser Welt. Und von dieser Gerechtigkeit, von diesem Richterstuhl wird sich jeder Mensch verantworten. So steht es geschrieben. Und deswegen kann ich nur appellieren an alle Menschen, auch mich selbst und auch an uns, denn wir sollen nicht härter richten, als wir gerichtet werden wollen, dass wir diese Menschen auffordern, wirklich bald umzukehren. Nicht wegen der Rache, ich wiederhole, es geht nicht um Aufhetzen, Rache, Verleumden, davon distanziere ich mich komplett. Aber niemand sollte glauben, er kommt durch mit Ungerechtigkeit. Das ist einfach nicht möglich. Und deswegen, ja, ich brauche nicht mal einen Applaus dafür. Deswegen werden wir hoffen, dass wir es schaffen, tatsächlich irgendwie in die Zukunft zu gehen und dass Menschen sich anständig auch entschuldigen. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Wir haben hier einen Adventstern, also einen Herrn Butter. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, nicht, dass ich verklagt werde, weil irgendwelche Rechte drauf sind. Aber dann fiel mir ein, dass Nikolaus Graf Ludwig von Zinzendorf, Gründer von Herrnhut, ist ja unser Nachbar. Er selber war ja selbst verleumdet und verleugnet. Er musste ja Sachsen verlassen und war sehr lange im Exil, weil er, nicht bestimmte Obrigkeiten in der Form bedient hat, wie sie es von ihm erwartet haben. Und deswegen ist dieser Adventstern für mich nicht ein Protestzeichen, sondern ein Zeichen des Selbstbewusstseins. Denn der Stern von Bethlehem, wir gehen jetzt auf Weihnachten zu, dieser Stern musste leuchten, damit Menschen wieder Orientierung bekommen. Und Advent, wir sind ja jetzt, das ist der letzte Montag von Advent, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Adventzeit bedeutet Ankunft. Und in der Bibel bedeutet diese Ankunft, dass der Retter kommt, der aus der Unterjochung und der aus der Sklaverei und der aus der Ungerechtigkeit befreit. Das ist Kern des Evangeliums. Der Messias ist gekommen, um die finsteren Werke und Mächte der Lügenwelt und der Ungerechtigkeit und der Schuld zu zerstören. Es gibt keine andere Kernbotschaft. Und das heißt, wenn wir jetzt in die Adventzeit gehen, dann möchte ich natürlich auch Sie und mich und uns einladen, schon innezuhalten. Denn die Gerechtigkeit werden wir selbst nicht herstellen. Aber ich glaube, wenn wir diese Adventzeit nutzen, darüber nachzudenken, auch darüber zu beten und darüber nachzusinnen, wie kommen wir da raus, auch als Gesellschaft? Und ich kann Ihnen schon sagen, ohne Gemeinschaft wird das nicht funktionieren. Es gibt keinen Ausweg ohne Gemeinschaft. Es gibt keinen Ausweg ohne Vergebung. Es gibt keinen Ausweg ohne Begegnen.
Begegnung. Deswegen bin ich ja froh, warum erteile ich Lob für diese Veranstaltung. Nach meinem Dafürhalten ist das die einzige Veranstaltung in dieser Stadt, die ohne ansehende Person allen die Möglichkeit gibt zu reden. Ich war selber im Stadtrat sehr lange Zeit. Sowas gibt es eigentlich gar nicht. Darum glaube ich, dass es wichtig ist, das durchzuhalten und Menschen Raum zu geben, zu reden. Weil ohne Versöhnung und Begegnung, ohne zu reden, ohne zu beten, wird es nicht funktionieren. Und deswegen lade ich Sie ein, die Adventszeit wirklich zu erleben als eine Zeit des Lichts. Und wir werden einen sehr schönen Christkindlmarkt haben. Wir als Gemeinde werden da dabei sein. Wir werden den Bethlehemshof gestalten, der im Ratsinnenhof sein wird. Und ich lade Sie jetzt schon ein, wenn Sie beim Christkindlmarkt sind, vorbeizukommen. Nicht zum Diskutieren oder Protestieren, das kann man alles machen, aber auch begegnen. Und vielleicht nimmt man die Zeit in der Adventszeit auch nicht nur zum Spazieren zu gehen, sondern sich selbst kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob Sie sich hier alle kennen. Wir haben ja so ein bisschen zwei Blöcke. Aber vielleicht schafft man eine Adventsfeier zu machen, auch unter Ihnen. Und dazu wünsche ich Ihnen Gottes Segen, viel Kraft, viel Überzeugung, viel Ausdauer, viel Geduld und ich betone auch viel Gnade. Einfach viel Gnade, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und das wünsche ich Ihnen in Jesu Namen für die Adventszeit. Halten Sie durch und nun hören wir gleich ein Lied von der Rahel aus unserer Gemeinde. Sie wird uns ein klassisches Adventslied vorsingen. Mach hoch die Tür, die Tore mach weit. Und ich würde Folgendes sagen. Bevor Sie jetzt anfangen zu singen, würde ich mit uns beten. Was bedeutet beten? Sie müssen sich nicht verstellen, Sie müssen keine bestimmte Körperhaltung einnehmen. Wir werden eine kurze Stille haben. Ich bete und dann singt uns die Rahel ein sehr schönes Lied vor. Ein uraltes deutsches Adventslied. Ich bete. Und ich danke dir, dass wir das wissen können in der Adventszeit. Du bist gekommen, um die Finsternis zu besiegen. Das ist die Adventsbotschaft. Bitte erleuchte unsere Herzen, unsere Seelen und schenke, dass wir erkennen, wer du bist, wie du bist und dass du Zeit für uns hast und uns auch liebst. Gelobt sei dein heiliger Name. Amen. Ein Heiland aller Könige.
Jetzt hat die Freie Evangelische Gemeinde eine kleine Überraschung. Wir haben Linsensuppe gekocht. Jetzt gibt es 4 Ausgabestellen. 1, 2, 3, 4. Bevor ihr jetzt marschieren geht, kann man sich ein bisschen Suppe holen. Und genau, das Buffet ist hiermit eröffnet. Also wer möchte, kann sich holen. Das sind, glaube ich, 300 Portionen, teilt miteinander so ein bisschen brüderlich und schwesterlich. Und ja, ich bin damit fertig dann. So, hier, nochmal. Jawohl. Ja, Holger, besten Dank nochmal. Vielleicht mal für euch zum Verständnis. Ich habe euch eingeladen, weil er eben doch schon mal bei uns war. Und Eugen meinte, ich könnte das. Ich sage, mach einfach. Und das auch noch, jawohl. Und er hat gemacht und musste mich um nichts kümmern. Also nochmal einen herzlichen Applaus von uns allen an Eugen und Team. Hat wunderbar geklappt. Und ja, ich habe auch gefragt, Eugen, was kriegt ihr denn für das, dass ihr jetzt hier zu uns kommt und das macht? Meint, nö, alles gut. Und wir haben uns heute gerade nochmal verständigt, der Foodtruck von der Kirche ist immer wieder mal auch an Stellen unterwegs, wo sozial Schwache mit Essen versorgt werden. Und Vorschlag, wenn der Eugen und Team nichts wollen, wir machen einfach mal den Foodtruck wieder auf, geben das Geld an Eugen, dass viel Linsensuppe für die gekauft werden kann. Die ist bitter notwendig, haben wir mehr Zeit. Ja, da ist er. Der Wohlwart ist wieder hier und er würde einfach mal seinen Hut mit abnehmen zum Sammeln. Und das, was heute in den Hut geht, geht 1:1 an Eugen und Team, wie gesagt, um sozial Schwache in der Weihnachtszeit eine Freude zu bereiten. So, Buffet ist eröffnet, soll ich nochmal sagen. Also, los geht's, ab zur Linsensuppe. Ja, Linsensuppe in der Adventszeit ist verbunden auch, gibt es wieder einen Brauch, im Tschechischen auch, verbunden mit viel Kohle in Portemonnaie. Also, lasst euch schmecken und ja, wer sich hat schmecken lassen und dann fertig ist, dann gehen wir auch langsam los. Ja, nochmal ein kurzer organisatorischer Hinweis. Vielleicht nochmal diejenigen, die es vielleicht schon vergessen haben. Am Donnerstag, jetzt am 24. müsste es sein, um etwa 15 Uhr in Schlaurot ist der Autokorso. Also wer möchte und halbwegs kann, einfach mitfahren. Auch das ist wieder ein Zeichen, auch wenn es von uns selber jetzt nicht organisiert ist. Wir unterstützen das auf jeden Fall, also am besten da noch dabei sein. Und nochmal eine organisatorische Geschichte. Ich mache jetzt gerade mal mein Auto auf. Das ist dann gleich neben der Linsensuppe. Und das ist der falsche Schlüssel. Und dann bräuchten wir mal wieder 10 Freiwillige, die sich als Ordner maskiert dann und das Volk mischen. Und ja, mit Armbinde und Warnweste dann mitlaufen. Wenn sollte irgendwie Problem sein, ihr braucht keine Angst haben, ihr müsst nicht selber eingreifen, sondern einfach nur die Polizei mit informieren. Und ganz wichtig vor allen Dingen, nach der Geschichte wieder die Ordner bitten und die Warnwesten bei uns wieder abgeben, damit wir nächste Woche auch wieder 10 Stück zur Verfügung haben. So, Dankeschön, esst schön, lasst euch schmecken und wenn wir dann soweit sind, gibt es ein Zeichen, dann laufen wir los. Die Schmutzwürfel hinten außen, sie wollen noch was. Hier, die Schnapsenlöffel. Genau. Vielen Dank für die Spende. Sie sind bereit, die Gegend wieder zu sein. Gehört für die Freiheit. Sie wollen.
am Tag an gemeinsam geschlossenen Läden ran. Stunden, wir verzichten, wir hungern, uns ist kalt. Aber darin sind wir spitze, es gibt uns weiter Halt. Wir sind ängstlich und pleite und warten auf den Tod. Wir knabbern am Leben wie am Lammbrot. Thank you.
Sarajevo, ja. 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 Ja.